Willkommen zurück zu der neuesten Ausgabe von NC Sports Weekly News, eurem Wassersportkanal. Philipp Schiapp und das Team CTIC dominieren den F1 H20 China Grand Prix. Es ist ein Poker für The Wave mit einem weiteren Sieg in Istanbul und der Titel der Extreme Sailing Series ist schon fast in der Tasche. Michel Desjoies ist auf der Côte d'Azur mit einem exklusiven Bericht von einer der härtesten Ausgaben der Le Voile de Saint-Tropez. Charles Popke mit den Kurznachrichten. Daniel Sanchez Veloria holt den Ohana Mana Cup für Surfshear in Sardinien mit nach Hause. Poe Naiki, Rayoa und Izzy Gomez sonnen sich im Ruhm bei der US Open of Stand-Up Paddle in Kalifornien. Und die Russen dominieren Kais Kais. Nika wird als RC44 Weltmeister 2015 gekrönt. Plus, Alinghi gewinnt Marseille, aber Percy und Autoric hüpfen an Bord der Sultanate of Oman, um die Saison der GC32 Racing Tour für sich zu beanspruchen. NC Sports, tauchen Sie ein in die Action. Es ist ein großartiger Tag für mich, für mein Team. Es ist das perfekte Wochenende. Pole Position, das Rennen zu gewinnen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber es ist unglaublich, in China zu gewinnen. Es ist nun geschafft. In einem spektakulären Sieg in Heimatgewässern gewinnt der verteidigende Weltmeister Philipp Schiapp letzte Woche seinen ersten China Grand Prix nach 45 strapaziösen Runden und 90 Seemeilen in Luzhou. Der französische Pilot führte von Beginn an bis zum Ende und drängte dabei Fahrer aus 12 verschiedenen Ländern hier in Luzhou zurück. Das CTIC China Team feierte tatsächlich in vollem Stil, als Zi Wei Zhong den zweiten Platz auf seinem zweiten Boot platzierte. Tani Al-Kamzi auf Team Abu Dhabi beendete das Rennen als Dritter für die UAE. Schiapp erweitert nun seine Gesamtführung auf 55 Punkte vor Shao Torrente aus den USA und Youssef Al-Rubayan aus Kuwait. Es wird sich alles im Dezember in den Emiraten entscheiden, bei den letzten zwei Veranstaltungen der F1 H2O-Saison. Leigh McMillan und The Wave Musket, die alle Vorhersagen in einer bereits sensationellen Saison bestätigt haben, ließen in Istanbul keinen Platz für Zweifel und besiegelten den Poker in der vorletzten Hauptveranstaltung der Extreme Sailing Series 2015. Mit 25 Podiumsplatzierungen in den 31 gefahrenen Rennen, einschließlich 10 Siegen, dominierte das omanische Team wahrhaft den Bosporus. Es ist wirklich fantastisch, hier in Istanbul zu gewinnen. Viermal hintereinander, was keiner zuvor geschafft hat, soviel ich weiß. So, ja, wir sind wirklich, wirklich, wirklich glücklich damit, aber es ist auch eine einfach fantastische Serie. Wir freuen uns, dass wir uns als Team gut geschlagen haben und wir genießen es natürlich. Die Bedingungen waren unglaublich und Istanbul lieferte wieder einmal fantastische, windige Bedingungen. Und es wird in der Extreme 40 nicht besser werden. Es war eine fantastische Veranstaltung. Das Duell von The Wave mit den Dänen auf SAP Extreme und den Österreichern von Red Bull hat den ersten Teil des Jahres angeheizt. Gram Hansen und Kostner schlängelten sich hier, während Hagara und Steinacher ein Desaster erlitten mit einem kaputten Mast. Mit diesem Ergebnis öffnet McMillan jedoch einen 11-Punkte-Abstand auf der Gesamtrangliste und nur ein persönliches Debakel bei dem Finale in Sydney im Dezember kann den Omanern noch den Welttitel nehmen. Tatsächlich hat das Land viel zu feiern, da auch sein zweites Team, Oman Air, angeführt von dem Briten Stevie Morrison, die Party für den Wettbewerb verdorben hat, da sie sich auf einen wichtigen zweiten Platz in Istanbul dazwischen gedrängt haben. Die Ausgabe 2015 der Le Voile de Saint-Tropez wird lange für seine schlechten Wetterbedingungen in Erinnerung bleiben, welche, um es milder auszudrücken, abscheulich waren. Tatsächlich herrschte seit Anfang der Woche ein sehr niedriges Drucksystem mit einigen sehr starken Winden aus dem Osten, welches offenbar massive und sehr steile, harte Wellen erzeugt hat. Die denkbar schlechtesten Bedingungen für eine Regatta. Der sintflutartige Regen hatte eine desaströse Auswirkung auf die Region, dennoch haben die Organisatoren es geschafft, drei Regatten und die Herausforderungen zu managen in wirklich sehr harten Bedingungen.
Wie immer war die Show in Saint-Tropez großartig, fast theatralisch in diesen Bedingungen. Comme d'habitude, le spectacle à Saint-Tropez a été grandiose. 300 Boote auf dem Wasser zwischen klassischen und modernen Yachten fahrend, 4000 Segler, die die Präsenz der prächtigen Golette Aurique Elena, einem 46 Meter Design von Rochow, genießen durften. Ein neues Boot im Spiel war Spectre, ein Boot von Manifrère von 18,60 Metern, das momentan in der Promotion des neuen James Bond Film involviert ist. Ein bemerkenswertes Ergebnis war der Sieg von Ranger AJ Class von 1938, das für das Rennen gegen die modernen Yachten aufgerüstet worden war. Das ist eine 36 Meter große J Class und es ist ein bemerkenswertes Ergebnis für ein Boot, das fast 100 Jahre alt ist. In anderen modernen Klassen holte sich Frankreichs Baltic 50 Musik den Sieg in der Klasse 2 und USAs Vesper holte sich Klasse 3. In der Wallis-Klasse überholte der 100 Fuß große Y3K den Magic Blue in einem wirklich engen Finale. Nun die Klassiker. Dieses Jahr haben wir den Sieg von Moonbeam 3 und Chinook, das amerikanische Design von Reichow von 1916, und in der kleineren Klasse von einem britischen Boot Design von William Fife Turn gesehen. Ein wunderschönes kleines Boot. In den drei Marconi-Klassen ging der Sieg an den berühmten America's Cup-Veteran Mauro Pelasquier auf Eleanor. Auch die Amerikaner gewannen auf Rodi, einem New York 50, und ein weiterer Sieg kam mit Icra mit Sebastian Destremo am Steuer, ein 12 Meter großer, vorheriger America's Cup-Teilnehmer und sich nun auf den Vendée Globe vorbereitend. Die Dinge fingen gut für ihn an, er gewinnt in Saint-Tropez auf Icra. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que Sébastien Destremo est en train de préparer sa participation au Vendée Globe, le Tour du Monde en solitaire. C'est bien parti pour lui, il gagne à Saint-Tropez avec Icra. Die 46 der weltbesten und hartnäckigsten Kajakfahrer trafen sich auf den offenen Gewässern für den diesjährigen ICF Ohana Mana Cup an der Küste von Cagliari, Sardinien. Nach einem harten und strapaziösen Rennen wurde der Spanier Daniel Sanchez Viloria zum Champion gekrönt, nachdem er das 26 Kilometer lange Distanzrennen in nur einer Stunde und 39 Minuten beendet hatte. Südafrikas Greg Lau und Deutschlands Michael Dobler schlossen sich ihm auf dem Podium an, jeweils auf dem zweiten und dritten Platz. Obwohl die besten drei Athleten auf Surfskis navigierten, nahmen auch einige Outrigger-Kanus teil. Die Strecke erstreckte sich über 14 Seemeilen, die das ikonische Poeto und die Solanas Beaches verbindet. Diese Surfski-Veranstaltung hier in Italien war die letzte Möglichkeit für die Profis, die Sache gerade zu biegen vor den 2015er ICF Ocean Racing World Championships, die an diesem Wochenende in Tahiti stattfinden. Die russischen Segelteams dominierten die Weltmeisterschaften 2015 in einem 1-2-3 in Kayskays letztes Wochenende. Mit über 20 Windknoten und 2 Meter hohen Wellen, die die Regatta beendeten, hielten Nika Bronsek und Zerev, das mit einem persönlichen Kampf an der Spitze beschäftigt war, den Rest der Gruppe mit insgesamt fast 20 Punkten auf Abstand. Ein dringend benötigter Sieg nicht nur für den Besitzer-Eigentümer Wladimir Prosikin, sondern auch für die Neuseeländer an Bord von Nika. Mit der Taktik von America's Cup-Legende Dean Barker nun auch die japanische Herausforderung anführend, Sean Clarksons und Jeremy Lomas. Insgesamt nur ein Punkt trennte Wladimir Luibimorovs, Broene Six, den zweiten Platz von Igor Lars, Zerev, der das Rennen auf dem dritten Platz beendete. Aber der enge Wettbewerb war ein klarer Hinweis darauf, dass das russische Segeln das Grand Prix-Rennen auf den großen Einrumpfbooten beherrscht. Mit dieser Weltmeisterschaft in Portugal wird der letzte Vorhang der 2015er RC44 Championship Tour in der Karibik stattfinden mit dem RC44 Virgin Gorda Cup Ende November.
Morgan Larsen aus den USA und das Team aus der Schweiz Alinghi, die 5 von den 10 gefahrenen Rennen bei dem Marseille One Design Klassiker gewonnen hatten, eroberten die letzte Veranstaltung der Saison für die GC32 Racing Tour letzten Sonntag. Dennoch wäre es nicht genug, den Aufstieg der Sultanate of Oman zu verhindern, mit den Superstars Ian Percy und Aisena Otterwich auf ihrem GC32er-Debüt. Es gab ein bisschen Druck. Wir waren zu fünft und wir alle kamen. Lee und sein Team haben offensichtlich einen fantastischen Job gemacht, indem sie uns die Führung für Oman brachten und wir wollten sie nicht hängen lassen. Aufgrund seiner guten Arbeit mussten wir nur noch unter die besten drei kommen, was wir an unserem ersten Tag dort draußen geschafft hatten. Das freut uns natürlich sehr. Aber wir versuchen offensichtlich an dem Tag zu segeln, um die Differenz auszugleichen. Als eine der besten Rennstrecken auf der Welt bot Marseille verschiedene Bedingungen für diese neue Foiling-Rennstrecke, von den anfänglichen leichten Brisen bis zu den 42 Knoten am letzten Tag. Yann Guichard's Spindrift-Team, ein Herausforderer während der ganzen Saison mit einem zweiten Platz hier, verwandelte seine Regatta in eine dreigeteilte Herausforderung. Aber mit dem Sultanate of Oman letztendlich den dritten Platz holen, war dies ein bitterer Sieg für Larsen und Ernesto Bettarellis Team, da Alinghi den Saisontitel nur um einen Punkt verpasst hat. Lasst euch in Kürze mitreißen für eine ganz besondere Ausgabe von NC Sports Buzz mit einem besonderen Bericht von den allerersten AISA Adaptive Surf World Championships in Kalifornien. Verpasst nicht die Highlights, die detaillierten Interviews und diese sehr persönlichen Geschichten, die die Welt des Wassersports für immer verändert werden. Tauchen Sie ein in die Action mit NC Sports.